Hallo Leute, mein Name ist Martin Grau und herzlich willkommen zu den WWE News. Die Themen heute: Wie sieht der Plan für die nächsten Wochen mit John Cena aus? Außerdem, Kenny Omega äußert sich zum Logan Paul Vorfall und Chris Jericho wird wohl noch ein bisschen länger bei New Japan Pro Wrestling bleiben. Die Mae Young Classic Turnierteilnehmerin Candice LeRae steht wohl jetzt kurz vor ihrem WWE-Vertrag. Das ist die Frau von Johnny Gargano, die ja dann auch ziemlich weit in diesem Frauenturnier kam. Sie konnte sich in diesem Turnier einen sehr guten Namen machen und hat auch generell sehr viel Lob bekommen. Also sieht es wohl danach aus, dass sie wohl demnächst die Indie-Szene verlassen wird, um denn den Weg in die WWE zu gehen. Bayley ist ja momentan irgendwie nicht so richtig gut eingesetzt, hat nicht den Partner ihrer Wahl bei dem Mixed Match Challenge Ding bekommen und irgendwie steht sie nicht mehr so im Vordergrund, wie man es eigentlich mal gedacht hatte. Und dazu gibt es wohl Berichte, dass Bayley wohl als Charakter komplett fallen gelassen wurde, also nicht mehr den großen Push bekommt, der eigentlich geplant war. Denn ursprünglich wollte man Bayley ja zu dem weiblichen John Cena machen, weil Bayley gerade bei den jüngeren Zuschauern einfach extrem gut ankommt und somit könnte man sie halt als das Top-Face der Frauensdivision bringen. Aber das Ganze ist wohl jetzt schon seit einer ganzen Weile verworfen und so dümpelt Bayley eher so vor sich hin. Die Gerüchteküche brodelt auch, was Sami Zayn und Kevin Owens angeht, denn eigentlich sind sie ja, seitdem sie beide in der WWE sind, eher Feinde und arbeiten ja jetzt zum ersten Mal überhaupt zusammen. Die ganzen letzten Jahre gab es eigentlich nur Fehden der beiden und sehr viele Matches, die auch alle gut waren. Und es gab ja auch immer den Fight Forever Chant in den Kevin Owens und Sami Zayn Matches. Und möglicherweise wird das auch so weiter durchgezogen, denn obwohl sie jetzt zusammenarbeiten, könnte man gerade mit dem Match beim Royal Rumble so langsam wieder das Kriseln in dieser Beziehung einbauen, dass es hier möglicherweise auch zu einem Match der beiden bei WrestleMania kommt. Ich glaube, bei Mania, wenn die nochmal richtig alles geben und nochmal alles zeigen, was sie wollen, wäre das auf jeden Fall nochmal ein richtig krasses Match. Obwohl mich die Fehde das letzte Mal immer ziemlich genervt hat, dass die immer so häufig gegeneinander gestellt werden, finde ich es denn doch wieder jetzt für Mania ziemlich cool. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass man mit Tour 5 Live auf Tour gehen möchte und einer dieser Tourtermine wurde jetzt schon abgesagt. Hier kann man natürlich nur spekulieren, weil es keine richtigen Informationen darüber gibt, warum. Ich gehe mal davon aus, dass die Ticketverkäufe einfach nicht so berauschend waren. Generell gibt es ja mehr Probleme um Tour 5 Live, als es da Vorteile gibt. Aber ja, die Zukunft wird zeigen, wie sich 2018 das mit Tour 5 Live noch entwickeln wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir gegen Ende des Jahres wahrscheinlich irgendwie die Show dann komplett canceln werden. In einer WWE-Abstimmung konnte man jetzt entscheiden, was man glaubt oder was man gerne hätte für Surprise-Entries für das Frauen-Royal Rumble. Und dazu sind die Top 5 Stimmen der Community: Kelly Kelly, Beth Phoenix, die ja dadurch, dass sie ja das Mixed Match Challenge Ding kommentiert, eigentlich schon mal ziemlich gut dabei wäre. Karma, was natürlich cool ist, da sie ja auch Teil der Netflix-Serie Glow ist. Und Lita und Trish Stratus, natürlich die beiden Top-Frauen eigentlich aus unserer Zeit, sage ich jetzt mal. Natürlich sind die ziemlich hoch gerankt. Mal gucken, was passieren wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Jeff Jarrett und Jerry the King Lawler hatten jetzt bei einem NBA-Spiel ein Match, in dem man ziemlich weiter erhöht in der Halle einen kleinen Wrestling-Ring aufgebaut hat, wo die beiden einfach ein 5-Minuten-Match gemacht haben. Das ist zwar jetzt keine großartige News, aber es ist das erste Mal, dass Jeff Jarrett nach seiner Reha wieder in den Ring gestiegen ist und ja, generell einfach eine ziemlich lustige Aktion. Mike Kanellis ist zwar jetzt in der WWE, hat aber so richtig noch nicht Fuß fassen können. Er war ja medikamentenabhängig und ist jetzt erst seit einiger Zeit clean. Und natürlich gibt es da einige Kritik, gerade von den Zuschauern, wenn nicht schon Hate. Und dazu haben einige Leute ihn auch als Fehler in der WWE bezeichnet. Und er meinte dazu nur, er ist seitdem er bei der WWE ist, clean geworden, hat sich ein Haus gekauft und erwartet ja jetzt mit seiner Frau das erste Kind. Also von seiner Seite aus, wenn das ein Fehler ist, dann möchte er gerne für den Rest seiner Karriere als Fehler bei der WWE gelten. Nachdem ich in der letzten News-Ausgabe schon darüber gesprochen habe, wie Maria mit Kritik umgegangen ist, finde ich auch das hier wieder ein ziemlich guter Weg, das Ganze zu handeln.
Wer darauf gewartet hat, der kann auch noch einige Zeit länger warten. Auch dieses Jahr wird es keine Slammy Awards geben. Das Ganze hat man ja schon im letzten Jahr abgesetzt. Und so sieht es auch nicht danach aus, dass die Slammy Awards jetzt auch wieder zurückkehren werden. Man hat zwar erst überlegt, ob man irgendwas so in der Art bastelt, dass man schon noch irgendwie so das Jahr nochmal Revue passieren lassen kann. Aber im Moment gibt es da nicht wirklich was. Und klar kann es passieren, dass die Slammy Awards in ein paar Jahren wieder zurückkehren. Aber momentan gibt es da erstmal nichts zu. Wie sieht jetzt eigentlich der Plan für John Cena aus? Cena wird auf jeden Fall bei der 25 Jahre Raw-Episode dabei sein, beim Rumble dabei sein und auch nach dem Rumble wird er noch einen kompletten Monat bei jeder Raw-Episode mit dabei sein. Außerdem ist er jetzt für den SmackDown Pay-Per-View Fastlane bestätigt, das heißt weiterhin wird er immer hin und her geschoben und natürlich auch für WrestleMania. Und nochmal ein kurzer Blick auf die Wetten, denn auch hier kann man abstimmen, natürlich alle wieder außer Deutschland, wer denn bei den Männern eine der Surprise-Entries sein könnte. Und hierbei sieht die Top 5 so aus. Platz 5 ist Triple H. Der mischt sich ja sowieso alle paar Monate mal wieder ein, also gar nicht so unrealistisch. Platz 4 Pete Dunne, er ist UK-Champion, also auch hier ziemlich große Möglichkeit, dass er einer der Überraschungsteilnehmer im Rumble sein könnte. Platz 3 ist Chris Jericho und obwohl er jetzt gerade für New Japan auftritt, wäre auch das natürlich möglich. Platz 2 ist Kane. Hier ist natürlich ein bisschen fraglich, da Kane ja eigentlich im Main Event vom Rumble steht, aber er ja natürlich in der Vergangenheit immer sehr viele Rumble-Eliminationen bekommen hat, deswegen könnte es sein. Und der am meisten gewotetste Wrestler für ein Surprise Entry im Royal Rumble wäre Dolph Ziggler. Der ist zwar eigentlich Teil des Rosters, aber aufgrund der aktuellen Storyline ist auch das natürlich im Bereich des Möglichen. Bei den Frauen wäre die Top 5 laut Wettquoten Beth Phoenix, Nikki Cross, Peyton Royce, Billie Kay und Ember Moon. Und dann natürlich zu New Japan, zu Chris Jericho, zu Kenny Omega. Alle wollen unbedingt was dazu wissen und hier dann natürlich auch darüber gesprochen. Letzte Woche Donnerstag gab es bei New Japan das große Event Wrestle Kingdom und dort gab es das Match zwischen Kenny Omega und Chris Jericho, was natürlich von sehr vielen Leuten extrem gehypt wurde und was im Nachhinein betrachtet auch einfach ein sehr geiles Match war. Und hierzu gibt es natürlich ein paar Informationen. Zum einen hat New Japan sehr viele neue Abonnenten für New Japan World bekommen. Das ist quasi das WWE Network, nur halt für New Japan Pro Wrestling. Und zwar gab es 25.000 neue Abonnenten in den 2 Tagen und somit gibt es jetzt um die 95.000 Abonnenten für New Japan World. Klar, das ist jetzt nicht so riesig wie das WWE Network, aber trotzdem schon gar nicht schlecht. Außerdem wird Chris Jericho auch noch jetzt weiterhin für New Japan auftreten. Eigentlich hatte man ja angenommen, dass es hier wirklich nur um das Match bei Wrestle Kingdom geht und dass man vielleicht bei WrestleMania Chris Jericho gegen Kenny Omega halt für die WWE-Version setzt. Das denke ich mal eher nicht, dass das passieren wird. Krass wäre es natürlich. Aber Jericho wird auch weiterhin für New Japan antreten. So wird jetzt zum Beispiel eine Fehde gegen Tatsuya Naito aufgebaut. Und diese bezieht sich darin, dass Naito gegen Okada im eigentlichen letzten Match, also Main Event, stand. Aber Chris Jericho immer noch sein Match gegen Kenny Omega als das eigentliche Main Event sieht. Hier gab es also auch schon eine kleine Auseinandersetzung. Und wann dieses Match der beiden stattfindet, weiß man auch noch nicht. Hier besteht auch die Möglichkeit, dass man das in Amerika macht, weil ja New Japan im März auch wieder in Amerika eine Show aufbaut. Und außerdem hat Jericho das Match gegen Kenny Omega, Eddie Guerrero und Chris Benoit gewidmet. Und dazu gab es auch einige Kritik, gerade in Bezug auf Chris Benoit. Aber hierzu hat er sich auch nochmal in einem Video geäußert, dass er sehr genau weiß, was da abgelaufen ist und trotzdem er nicht davon abweicht, dass Chris einfach einer der besten Leute überhaupt war und dass er trotzdem jeden Tag daran denkt, was da passiert ist und dass die Leute einfach ihre Schnauze halten sollen, weil es seine Entscheidung ist, wem er was widmet. Und natürlich möchte er das nicht in irgendeiner Art und Weise hypen, was Benoit da angeblich, muss ich mal dazu sagen, gemacht haben soll. Aber ja, trotzdem gab es da ein kleines bisschen Kritik in diese Richtung. Und Kritik gab es natürlich auch, und jetzt laufen die gleich weg, ich weiß, das Thema nervt auf YouTube schon ein bisschen, gegen Logan Paul. Denn nicht nur hier das mit der Leiche und so, was halt an sich schon einfach scheiße war, das ist alles natürlich klar. Aber er hat ja auch im Vornherein noch andere Videos gemacht zu Japan, zu seiner Reise in Japan, die alle auch
sehr fragwürdig waren und einfach die generelle Kultur und alles, was mit Japan zu tun hat und natürlich auch die Einwohner, einfach extrem genervt hat und beleidigt hat. Und dazu schrieb Kenny Omega, dass er es eigentlich schlimm findet, dass dieser Versuch, lustig zu sein, schon über 200.000 Menschen gefallen hat und das alles nur zu Lasten des Landes, das denen eigentlich nicht gehört, und dass sie sich halt einfach darüber lustig machen, findet er halt zu Recht natürlich auch extrem bescheuert. Und dann noch was in eigener Sache. Heute Abend, also Donnerstag, gibt es wieder einen Twitch-Livestream. Und es gab wieder so einen richtig behinderten Kommentar von jemandem, der irgendwie was nicht gecheckt hat. Leute, meine Twitch-Livestreams sind alle kostenlos. Ich weiß nicht, woher diese bescheuerte Annahme kommt, dass man dafür zahlen muss, um meine Livestreams zu gucken. Das ist absolut lächerlich, Freunde. Komm vorbei, heute Abend, 20 Uhr auf meinem Twitch-Kanal. Alles kostenlos. Schreibt in den Chat, schreibt mir Fragen. Dafür ist das da. Ich labere hier immer nur dumm in die Kamera rein und krieg quasi keine richtige Antwort. Aber in den Livestreams ist das viel cooler. Da könnt ihr direkt in den Chat schreiben und ich kann dann direkt darauf eingehen. Das ist einfach super geil. Also kommt vorbei, im Großen und Ganzen immer Montag, Mittwoch und Donnerstag gibt es immer Livestreams und zu Pay-Per-Views natürlich sonntags auch. Ja, generell könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr New Japan Pro Wrestling's Wrestle Kingdom gesehen habt und wie ihr das Match zwischen Jericho und Omega fandet. Ich fand ja eigentlich das Naito gegen Okada Match ein bisschen besser, aber schreibt es mir gerne mal unten rein, wie ihr das seht. Und ansonsten war es jetzt erstmal mit den News für heute. Denkt dran, auch morgen gibt es noch eine andere News-Ausgabe. Also diese Woche ist das jetzt die dritte und morgen kommt noch eine. Also falls ihr die anderen noch nicht gesehen habt, alle Links in der Videobeschreibung. Und natürlich ansonsten gerne einen Daumen nach oben und diesen Kanal hier kostenlos auf YouTube abonnieren. Ansonsten könnt ihr mich gerne noch auf Twitch, Supportingly, Patreon unterstützen für Raw und Smackdown Reviews und damit ihr meine Videos eher gucken könnt. Auch dazu alle Links in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Haut rein und tschüssi.